Geschätzte Kunden, liebe Hobbygärtner, ich begrüße euch zum weiteren Infovideo über Kübelpflanzen bei euch daheim auf der Terrasse. Es ist sicher wichtig, jetzt bei heissen Sommertagen schauen wegen dem Wasser, dass sie sicher genug Wasser haben. Das heisst, am besten immer ein bisschen leicht feucht, frisch, nicht zu trocken, aber auch nicht zu nass. Zum herauszufinden, ob eure Pflanze Wasser braucht, müsst ihr schnell mit dem Finger ein bisschen die Erde rein, um zu schauen, ob es noch feucht ist oder nicht. Wenn es nicht mehr feucht ist, müsst ihr sicher unbedingt Wasser geben. Am besten die Kübelpflanze in einen Unterteller einstellen, dass man dann gießen kann, bis der Unterteller voll ist und die Pflanze dann noch den Unterteller leer saugen mit Wasser. Dann ist nachher der Wurzelball sicher schön feucht. Wichtig ist natürlich auch das Flüssigdüngen. Sehen wir schön oder hey, Pflanzen freut. Allgemein, was ist, ob Palmen, Zitrus oder Oleander. Die haben gerne einmal in der Woche einen guten Flüssigdünger, den man beim Gießen dazu mischen kann. Wenn es mal eine verblühte Blüte hat, die muss man halt immer vorzu rausnehmen, rausbrechen. Auch das Unkraut vielleicht mal schnell kontrollieren und allenfalls rausnehmen. Dann hat man sicher den ganzen Sommer durch etwas Schönes auf der Terrasse oder im Garten. Das ist sehr wichtig. Und dann, wenn am Schluss alles perfekt stimmt, die Pflanze geht gut, sie hat genug Wasser, sie hat genug Nährstoffe, dann hat sie auch ganz wenig oder sehr selten Schädlinge oder Krankheiten. Darum schaut ihnen gut. Ich wünsche einen schönen Sommer. Vielen Dank. I'm coming.